Die zweifache Mutter Nina Schulz hat sich einen Lendenwirbel gebrochen und soll operiert werden. Ihr behandelnder Arzt, Professor Dr. Ulrich Filou, kann sich allerdings bisher noch nicht erklären, wie es zu dem seltenen und schweren Bruch kam. Die Wirbelsäule besteht aus drei Säulen. In der Mitte der Knochen, rechts und links zwei Muskelstränge. Wenn jetzt einer von diesen Strängen geschwächt ist, müssen die anderen mehr machen. In dem Fall ist bei Ihnen die Knochensäule instabil an einer Stelle. Mhm. Gott sei Dank so gelegen, dass Sie keine Lähmung am Bein haben und so weiter, sondern entsprechend weiter oben. Mhm. Deswegen muss man das stabilisieren, damit dieser Wirbel nicht nach hinten sozusagen rutscht und dann das Rückenmark beschädigt. Mhm. Dann kann es nämlich zu Lähmungen kommen. Das ist der Grund, warum wir diese Operation jetzt durchführen. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, wie so ein junger Mensch wie Sie eine solche Verletzung bekommt. Sie selber haben aber keinen Unfall gehabt. Nein, nein. Sind auch nicht irgendwie mal heftig sozusagen auf den Popo gefallen oder so etwas. Nichts in der Art. Nein. Ganz normal sozusagen, Kinder auf den Arm. Genau, genau. Müssen Sie viel Treppen steigen? Ja, wir wohnen im zweiten Stock. Sind Sie mal die Treppen so runtergesprungen oder so? Nicht, macht man nicht. Auch manchmal mit Kindern. Nee. Alles nicht. Alles. Gar nicht. Nein. Es ist ganz spontan, Rückenschmerzen, schlimmer geworden, genau. Röntgenbild genau. Und dann der Wirbelbruch festgestellt. Genau. Die Fragen zielten alle darauf hin, ob ein sogenanntes adäquates, das heißt entsprechendes Trauma vorgelegen hatte. Wenn Sie zum Beispiel aus größerer Höhe bei einem Fallschirmsprung aufgekommen wäre, ja, oder aus größerer Höhe vom Trampolin gesprungen wäre, wäre das eine Verletzung gewesen, die mich nicht unbedingt völlig überrascht hätte. Aber alle diese Fragen wurden verneint und daraus ergab sich dann ein Muster und ein Bild, was den Verdacht nahelegte, dass hier etwas am Knochen nicht stimmt. Auch wenn es aufgrund einer bereits erfolgten Knochendichtemessung, daran hatten die Kollegen bereits gedacht, nicht feststellbar war. Haben Sie sich irgendwie besonders ernährt oder irgendwas weniger gegessen oder das bestimmte Dinge nicht essen? Nee, wir ernähren uns schon bewusst. Also gerade durch die Kinder, gerade mit ihm jetzt, da achten wir schon auf die Ernährung. Achten Sie sehr drauf, ja. Ausgewogen. Genau. Essen Sie viel Obst, viel Gemüse? Ja. Stillen Sie noch? Nein, nein. Wie lange nicht? Seit 4 Monaten, weil ich habe wieder angefangen zu arbeiten. Aha. Und da ist das ja schwierig. Ja, deshalb habe ich abgestellt. Ah ja, und das haben Sie auch problemlos sozusagen vertragen, das Kind auch sozusagen? Ja, das läuft einwandfrei, ja. Gut. Okay, dann hätte ich sozusagen zu der Ursache zunächst mal keine Fragen. Die Knochendichte ist bei Ihnen ja, soweit ich weiß, gemessen worden. Da hat man eigentlich nur festgestellt, dass der Messwert im unteren Normalbereich ist, aber nicht drunter. Okay. Sodass man sich auch da nicht erklären kann, wieso Sie sozusagen diesen Wirbelbruch plötzlich haben. Denn das ist an sich eine Erkrankung oder eine Erscheinung, die sieht man bei alten Menschen und nicht so sehr bei Jungen. Mhm. Ja. Das wird weiter abzuklären sein. Jetzt müssen wir erstmal das Ganze technisch sozusagen stabilisieren. Das machen wir jetzt, dafür sind Sie vorbereitet. Mhm. Das passiert jetzt in der nächsten Zeit. Bevor die Operation am Nachmittag stattfindet, bekommt die Patientin ihr Krankenzimmer zugewiesen. Die zweifache Mutter verheimlicht dem Mediziner allerdings etwas Entscheidendes und auch ihrem Mann. Sie haben alles mitgebracht? Brauchen Sie irgendwas? Okay, gut. Nee. Sie kümmern sich dann so lange um die Kinder, ne? Ja, wenn ich das richtig verstanden habe. Das wird auch funktionieren oder soll ich die Mama anrufen? Die kann auch kommen und kann bei uns auf der Couch. Das brauchst du nicht. Er ist ja schon so weit selbstständig. Er ist jetzt ja auch machen schon abgestillt und ist alles in Ordnung. Ich werde das schon hinkommen. Ich denke auch, dass er das hinkriegt. Er ist der Vater, ne? Das ist doch super, oder? Sturmfreie Bude. Das wird ein Abenteuer mit dem Papa. Wann kommt denn die Mama nach Hause? Die bleibt erst mal ein paar Tage hier. Aber mit dem Papa ist das so bestimmt lustig. Der hat bestimmt coole Ideen. Hm? Das ist ja eine Männer-WG, hä? Genau. So ist das. Ja, machen Sie sich nicht so viel Sorgen. Schatz, ja, ich komme morgen früh dann sofort. Sobald ich fertig bin mit meinen Sachen, dann komme ich sofort. Okay. Also es ist sehr häufig so, dass Frauen ihren Männern gewisse Dinge nicht zutrauen. Ja? Es gibt auch Frauen, die nicht gerne Aufgaben abgeben, das ist bekannt. Aber ich denke schon, dass man den Männern das zutrauen sollte. Und eigentlich kennt man seinen Partner und so viel Vertrauen sollte man haben. Was sollte der Mann denn da nicht können mit seinen 2 Söhnen? Das war, also ich denke schon, dass er das hinkriegen wird. Dass sich die Mutter insgeheim um etwas ganz anderes sorgt, weiß bisher niemand. Jetzt steht zunächst die Operation ihres Wirbels an. Nach dem erfolgreichen Eingriff erhält Professor Dr. Ulrich Filou die Blutergebnisse der 32-jährigen Patientin. Und diese sind sehr ungewöhnlich. Also wir haben bei den Laboruntersuchungen vor der Operation festgestellt, dass ein Wert relativ bzw. besonders niedrig war, was wir uns sicher erklären können, das Calcium sozusagen. Das werden wir noch mal kontrollieren, dem gehen wir nach, zusammen mit Vitamin D.
weil das vielleicht eine Bedeutung haben könnte für Sie. Welche genau, wissen wir noch nicht. Wenn wir die Ergebnisse haben, dann komme ich wieder und erkläre Ihnen das, was das auch für Konsequenzen hat. Okay? Dankeschön. Also kreislaufmäßig ist es stabil. Ne? Gut, prima. Gut. Durch zu wenig Kalzium können die Knochen porös werden und schneller brechen. Die Patientin soll nach der OP deshalb unbedingt strikte Bettruhe halten. Doch es geschieht eine Katastrophe. Doktor, meine Frau ist aus dem Bett gefallen. Ganz schnell. Frau ist aus dem Bett gefallen? Okay. Okay. Frau Schulz! Was ist passiert? Ich kann. Oh Gott, nein, bitte. Oh Gott. Nehmen Sie mal Ihren Jungen hier. Ich lasse Sie mich mal da dran. Ja? Oh Gott, ich kann nicht aufstehen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Holen Sie mal einmal tief Luft jetzt mit einem Ruck. Eins, zwei, drei. Oh Gott. So. Ganz ruhig, ganz ruhig. So. Tief durchatmen, atmen Sie langsam, langsam. Atmen, atmen, atmen. Atmen Sie mal tief durch. Einatmen. Ja, das glaube ich Ihnen gerne. Das tut sicher weh, ja. So, ganz gut, ruhig. Dann darf ich schon mal gleich fragen, Sie sind auf den Popo gefallen, ja. Rausgerutscht. Die Zehen können Sie etwas bewegen. Gut. Und den auch, den anderen Fuß? Gut. Ganz ruhig. Okay, gut. Es tut Ihnen wahrscheinlich fürchterlich weh an der Stelle, wo Sie operiert worden sind, gell? Gut, dann müssen wir Sie hinlegen und dann müssen wir noch mal eine Diagnostik machen. Es ist etwas geschehen, was in der Form nicht hätte passieren dürfen. Zunächst mal galt es, die Diagnostik voranzutreiben. Und nachdem der leise Verdacht bestand, dass Nerven gereizt oder eingeklemmt waren, sein könnten, galt es unverzüglich zu handeln. Einerseits in Form eines Röntgenbildes, um festzustellen, ob der Wirbelkörper wirklich gebrochen war. Und dann aber auch in Form eines MRTs, um zu sehen, ob Nerven zusammengequetscht oder verletzt worden waren. Wenn das der Fall ist, hat man keine Zeit zu verlieren, denn Nervenverletzungen, die beim Wirbelbruch auftreten, bis zur vollständigen Durchtrennung, erholen sich in der Regel dann nicht mehr. Die Untersuchungen ergeben, dass sich die zweifache Mutter bei ihrem Sturz aus dem Bett einen weiteren Lendenwirbel gebrochen hat. Die Patientin wird sofort notoperiert. Im schlimmsten Fall droht der 32-Jährigen sonst eine Querschnittslähmung. Die Operation werden wir jetzt so machen, dass wir die Wirbelsäule stabilisieren, dass sie bald wieder laufen können. Der Narkosearzt kommt gleich. Ich bespreche gerade noch den Ablauf der Operation mit dem Kollegen durch, der mir dabei hilft, denn wir sind Team. Wir operieren nie alleine oder fast nie. Insofern sind Sie uns hier noch im Raum, hören uns dann etwas murmeln, aber machen sich keine Gedanken. Das geht nur um den Ablauf der Operation, gell? Der zweite Wirbel soll ebenfalls fixiert werden. Der Eingriff verläuft ohne Komplikationen. Professor Dr. Ulrich Filou fragt sich allerdings, warum die sonst kerngesunde Mutter so immensen Kalziummangel hat, dass nun schon zwei Wirbel gebrochen sind. Gleich am nächsten Morgen sieht er nach seiner Patientin. Ja, Frau Schulz, also auch die zweite Operation ist gut verlaufen. Ich denke, Sie haben keine Übelkeit, die Narkose haben Sie gut vertragen. Die Operation selber technisch hat sich auch so durchführen lassen wie eigentlich die erste schon. Es ist nicht zu größeren Verletzungen gekommen. Die Nerven sind in Ordnung, was wir sehen können. Sie können auch alles bewegen. Bewegen Sie mal den Fuß. Gut, das ist also das beste Zeichen, was man haben kann. Jetzt haben wir zwar den Schaden beseitigt, aber die Ursache noch nicht gefunden. Ich hatte ja gestern schon angedeutet, dass Sie einen niedrigen Kalziumwert haben. Das hat sich bestätigt. Und zwar so extrem niedrig, dass wir uns das eigentlich durch Mangelernährung oder so nicht erklären können. Es passt irgendwie nicht zusammen, muss man einfach mal sagen. Die Frage ist, haben Sie eine andere Erklärung dafür? Also mir ist aufgefallen, dass der Kleine mal an Ihrer Brust will. Hat das irgendwas? Gibt es da irgendwas? Weil der immer so da in diese Richtung tendiert. Ne? Stillen Sie vielleicht. Stillen noch. Sie ihn? Ja, manchmal habe ich auch gestillt. Ja, gut, was heißt manchmal regelmäßig? Denn das ist wichtig zu wissen jetzt. Ich meine, jetzt wissen wir ja, dass. Sie still schon. Ja, mir ist das so unheimlich schwer gefallen. Aber du weißt, alle anderen, Susi etc., wie sie sich das Maul immer zerreißen. Und ich dachte, sie schaffen das so einfach, wieder in den Job rein, abstillen. Und mir ist das einfach nicht gelungen. Ich konnte mich. Aber dass ich das. Wann willst du das gemacht haben? Ich habe gar nichts mitgekriegt. Wieso sprichst du auch mit mir nicht über solche Sachen, wenn es dich belastet irgendwie in deiner Art und Weise? Ja, ich habe das genossen, unsere Zweisamkeit.
Sie sollten aber daran denken, Sie haben ja nun einen gesundheitlichen Schuss vom Bug bekommen. Ja, und es geht jetzt um Ihre Gesundheit. Ich vermute, und das war zwar eine sehr seltene Diagnose, ja, das muss man sagen, die sogenannte Schwangerschaftsosteoporose, so nennt man das. Das heißt, ein vermehrter Knochenschwung während, am Ende der Schwangerschaft oder danach. Was man dort, da man die Ursache nicht genau kennt, das haben nur ganz wenige Frauen, aber sie haben nun mal das sozusagen erfahren, und deswegen muss man reagieren. Das heißt, man würde jetzt sofort abstillen und man würde ihnen reichlich Kalzium und Vitamin D geben und das dann auch im Blut noch mal kontrollieren, ob das entsprechend angestiegen ist. Ich wusste ja nicht, dass das solche Schäden hinter sich trägt, aber ich wollte halt nur das Beste für ihn. Ja. Wir haben einen älteren Sohn noch, Louis. Du hättest ja mit mir reden müssen über sowas. Kann das sein, dass Sie gestern stillen wollten und deswegen gestürzt sind, dass der gar nicht abgerutscht ist, dass das eigentlich zu dem Unfall geführt hat? Er wollte mir wieder an die Brust, aber ich hatte ja noch die ganzen Schmerzmittel intus. Und dann habe ich halt versucht, das einigermaßen abzuwehren und dabei bin ich halt abgerutscht. Ja. Das würde das nämlich dann auch erklären. Sehr ne? vernünftig sozusagen, dass Sie ihn nicht gestillt haben sozusagen. Das hätte unter Umständen doch zu Erfolgen führen können. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir jetzt die Ursache kennen und jetzt kann man es behandeln. Insgesamt gesehen kann ich Ihnen sagen, ist es nicht falsch, weiter zu stillen. Also Sie sollten nicht glauben, dass Stillen per se ein Fehler ist. Nur in Ihrem seltenen Fall, in der Ausnahme, ich darf Ihnen eine Zahl nennen, 1 zu 250.000, eine von 250.000 Frauen bekommt das überhaupt nur. Und wenn man mal guckt im Internet oder in anderen Medien, dann findet man darüber auch nicht viel. Also insofern brauchen Sie sich jetzt nicht unbedingt Vorwürfe zu machen. Ich dachte halt, das wäre das Beste. Louis hat so viele Allergien und ich konnte ihn damals nicht stillen, weil ich die Entzündung an der Brust hatte. Und ich dachte, bei Paul mache ich es halt besser und gebe ihm Muttermilch, dass er halt nicht diese ganzen Allergien hat. Ist auch sicher, sicher im Prinzip. Deswegen erklärt sich das auch, weil ich habe das nämlich gar nicht verstanden, weil Sie haben ja noch einen zweiten Sohn, das war jetzt meine nächste Frage. Wie lange haben Sie den gestillt? Da durfte ich gar nicht. Durften Sie gar nicht stillen? Nein. Und weil er so viele Allergien hat, weil Sie nicht stillen durften, hatten Sie Angst, dass bei ihm das Gleiche wieder fährt und da haben Sie dann gestillt und länger gestillt als als vielleicht. Deswegen konnte es auch bei dem ersten Sohn gar nicht zu dieser Schwangerschaftsosteoporose kommen, weil sie gar nicht so lange gestillt hat, vielleicht auch nicht ganz so viele Schmerzen hatten. Also es würde sozusagen in sich ein stimmiges Bild abgeben. Wenn es keine Probleme gibt, ist es durchaus legitim, sein Kind bis zum 5. Lebensmonat zu stillen. Ab dem 7. wird empfohlen, breiige Kost hinzuzufügen. Das heißt nicht, dass man abstillen muss. Und ganz ehrlich, keiner hat eine Bedienungsanleitung fürs Leben gekriegt und ein Patentrezept hierfür gibt es auch nicht. Die zweifache Mutter stillt nun wirklich ab. Durch die Einnahme von Calcium und Vitamin D verbessert sich der Zustand ihrer Knochen. Die 32-Jährige kann die Klinik nach 2 Wochen verlassen und erholt sich schnell von den Operationen an der Wirbelsäule.